Und wir sind auch schon wieder. Dabei ist Assassin's Creed Unity an der gleichen Stelle, wo es gestern aufgehört hat. Weil ich ja hintereinander aufnehme, wer hätte es gedacht, wow. Und ich würde sagen, weil ich es letzte Folge schon versprochen habe, gehe ich, gehe ich. Dahin. Ich kann auch bestimmt zu unserem Haus reisen, oder? Schnellreise. Ja, gehen wir nicht, spielen wir nicht den Jakobiner Club, spielen wir. Was da auf uns wartet, weiß ich nicht. Aber wir werden es ja erfahren. Erstmal wieder eben vor dem schönen Ladescreen mit den beiden geometrischen Figuren, die umeinander kreisen, beziehungsweise aneinander kreisen. Und da sind wir auch schon. Und wir sollten mal das Geld aus unserer Truhe holen. Wird uns hier grün angezeigt. Ist ja noch nicht allzu viel, weil wir haben noch nicht so viele Cafés. Aber es ist immerhin schon mal ein Wieder ein bisschen. voller Tag. Einnahmen einnehmen. Ja, wir nehmen Einnahmen ein, das ist vorhersehbar, irgendwie. Ich guck mal kurz, was wir hier renovieren können. Erdgeschosshalle. Renovieren. Das obere Stockwerk renovieren wir jetzt einfach mal. So. Wir haben bei der Wir haben es Renovierung doch. etwas auf dem Dachboden gefunden. Vielleicht geht ihr nach oben und seht es euch an. Auf dem Dachboden. Okay. Verschönerung. Eine Mission wurde freigeschaltet. Und es wurde verschönert. Und das ist noch zu teuer. Der letzte Schliff, den können wir noch nicht. Was soll nicht leisten? Gesellschaftsclub haben wir erst zwei. So, nach oben auf den Dachboden. Ich denke mal, dass man da die Treppe für hochgehen muss. So als erste Tat. Und dann muss man hier mal gucken, wo es hier hochgeht. Das war der Trainingsraum, ja. So, wo geht's hier zum Dachboden? Hier vielleicht? Nein, auch Trainingsraum so. Ich weiß, wie es zum Dachboden geht. So geht's auf jeden Fall zum Dachboden. Zwar nicht so die konventionelle Art und auch nicht für jeden geeignet, aber für uns, wir sind ja fit. Und runter. Und durchs Fenster. Zufälligerweise ist das Fenster auch auf. Eigentlich so, könnte einfach so ein Dieb reinkommen. Oh Gott. Für uns eigentlich hat das auch nicht gemacht. So, könnte einfach hier so ein Typ reinkommen und sagen, hey, hier sind ja schöne Sachen, nehme ich mal mit, ne? So, wo war das jetzt hier hinter, ne? Hier, da, wenn ich jetzt hier rumgehe. Gerümpel, ey, muss man ja mal aufräumen. Gibt's ja wohl nicht. Hallo. Hallo, ist hier irgendwas Schönes? Das war ein Brief. Okay. Wie ihr seht, habe ich auch meinen Uplay-Namen angepasst. Ich habe gefunden, wo man den ändern kann. Fand ich sehr schön. So. Und ich würde sagen, wir begeben uns. Wir brauchen Hilfe. Geben uns zum Jakobiner Club spielen. Vierhundert bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, nur. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Credo. Den Rat nochmal umkehren. Was gab euch das ein neues Arschloch.
Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Waren wir wohl bei der letzten Mission etwas zu übereifrig, als wir da auf dem Friedhof alles platt gemacht haben? Wer konnte das denn ahnen? Hey, Kollege, na? Was mache ich hier? Ich muss doch hier irgendwo raus. So, ey, lass mich raus. Nee. So, hier ist halt der Ausgang. Können wir hier auch Schnellreise machen? Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Also ich sehe auch gerade keine Aussichtsposten, das bedeutet, ich muss da scheinbar erstmal hier das verlassen. Verlassen wir das auch erstmal. Und bewundern wieder den Ladescreen. Diesmal steht sogar Laden dabei. Psst, hier im Ladescreen. Du kannst wieder noch nicht anwispern, wenn ich dich noch nicht sehe. Es ist Nacht geworden in Paris und wir können allgemein nicht schnell reisen, sehe ich gerade. Was soll da? Doch, können wir. Bin ich noch zu blind und kann hier einfach nicht meine Aussichtsposten finden? Ne, die sind doch einfach nicht da. Ich kann auch nicht schnell reisen. Schnellreisen ist mir wohl untersagt. Da muss ich da wohl hin. So. Hinlaufen. Alles klar. Machen wir das doch. Ja, wow. Wenn das Stück springst du ins Wasser, Arno. Dein Ernst? Naja, über die Boote geht schneller als zu schwimmen. Marais. 142 Meter. Hui, platsch. Sieht hier überhaupt nicht so tief aus und er macht da so schön so einen Bauchklatscher rein. Schon wieder so ein Dieb. Immer so diese Diebe, ey. Er rennt weg. Ja, warum sollte er auch da? Und die Wachen, hier stehen überall Wachen. Keiner macht was. Die Behörden wieder mal. Meine Güte. In Paris arbeiten die scheinbar ziemlich langsam. Müssen wir wieder alles machen. Nein, sondern gerade so laufen ist nicht so schlau. Wie ging das noch? So, ne? Ha. Zitze. Alles muss man selber machen. Hier wieder unsere schönen Feinde. Ihr kennt mich nicht. So. Was ist noch da oben? Gibt es doch bestimmt einen Aufzug, oder? Das war doch da bestimmt ein Aufzug hier. Nein, das ist nicht. Ah, doch. Aber einer, der mich ins Off katapultiert. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Der hat mich wohl ziemlich auseinandergenommen. Wir können echt keine Schnellreise machen gerade. Das ist etwas ärgerlich, muss ich sagen. Dass ich jetzt hier feststecke. Ah, desynchronisiert, sehr schön. Das ist immerhin ein bisschen was. Das war der erste Bug, den ich in diesem Spiel feststellen musste. Ehrlich gesagt. Bisschen komisch. Aber okay. Wenn es nicht wieder vorkommt.
Da hat er mich irgendwie in dieses Haus reingesetzt. Relativ komisch. So, wir sind wieder in der Bruderschaft. Na super. Gnarf. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir hier unten lang gehen? Kann ich hier überhaupt schon lange? Nee, ich glaube nicht, ne? Nein. Was ist los? Muss ich wohl nochmal hinlaufen und wir benutzen nicht nochmal den gleichen Aufzug, weil das wird scheinbar nix. Arno, hallo. Hallo. Und wir gehen nochmal raus. Betreten den wunderschönen Ladebildschirm. So. Da wir nicht schnell reisen können, machen wir hier wieder schön am Ufer lang. Jetzt springt er hier gleich wieder rein. Oh, er springt diesmal nicht rein. Schlaues Kerlchen. Seine ganze Kleidung macht zu machen, nur um kurz einen Meter zu springen oder so. War auch nicht so schlau. Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal gemacht habe. Na, jetzt sieht's anders aus. So, wir sind wieder hier oben. Diesmal ist kein Dieb hier. Ich streiche ihn an der Schulter, er schreit und lässt sein Tablett fallen. Starker Typ, stark. Schreist du auch? Nicht ganz so weiblich, sag ich mal, wie dein Kollege. Hier sollten wir mal nach oben gehen. Diese kleinen Stücke nimmt er mit, aber bei manchen Mauern nimmt er es leider nicht hochklettern. Was machst du, Arno? Du sollst da drüber. Meine Güte. Oh, wir dürfen auf den Schornstein klettern. Machen wir doch glatt mal. Ein bisschen fegen. Hep, noch einen hoch. Genau hier hin. Dahin. Ja. 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 Sind wir jetzt nicht genau hier? Ah, da. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung! Unser Arzt. Latouche. Alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Ja, das nächste kommt da um die Ecke. Beziehungsweise bringe ich ihn dahin. Latouche, Latouche, Latouche. Oha. Nicht weg! Lass mich einfach in Ruhe, Junge. Du bist doch eh gleich tot. Nur wo willst du hin, ey? Die auch ja. Ich finde dich! Es gibt keinen Entkommen! Und hier haben wir natürlich auf dem Dach haben wir noch weitere Leute. Die wir erstmal alle ausschalten sollten. Gehen wir als erstes. Ich decke euch! Komm her! Ihr schneid dich auf wie den Rest dieser Verräter! Genug nochmal! Los! Der hat das Ding durch. Ich bring dich auf! Da drüben nicht entdeckt werden, aber wir müssen ja so ein bisschen, müssen wir ja. Unter uns. Attentate aus einem Versteck. Berserkerpfeil, vergiftete Schützen. Machen wir nochmal ein Berserkerpfeil-Attentat. Linker Button zum Zielen, ja. Wo ging das noch? So, hier, ne? Berserker-Pfeil. Da ist hier gar kein Schütze mehr. Ich höre doch keine Geräusche. Nein, hörst du nicht.
Mann, ich dachte, das ist vielleicht so, dass er um die Ecke dauert. Aber wir haben keine Medizin mehr, ist mir aufgefallen. Ja. Das ist mir gerade etwas zum Verhängnis geworden, weil hätte ich mir immer Medizin kaufen sollen. Ups. Ja, vielleicht ein bisschen unpraktisch, ne? Naja, egal. Läuft. Ja, hier sind wir schon von Anfang an gestartet. Komm her, du! So. Sehr schön. Warum sind ja zwei Schützen mit dem Kerl zusammen? Oder nicht? Ein Schützen haben wir. Besser als alles, was im Wunschbrunnen liegt. Bürger! Nimm mal die Phantomklinge. Streitet euch doch nicht, Jungs. Ist hier irgendwo ein Fenster auf, vielleicht, wo man rein kann? Alles zu. Ich will hier aber rein, Jungs. Könnt ihr noch nicht machen. Naja. Aber hier muss doch ein Eingang sein. Das ergäbe das nicht. Das ist meine patriotische Pflicht. Ich kann dieser Knall. Ja, wo kommt der Knall wohl her? Keiner. Da ist ein Fenster. Hinterzimmer vor. Wer weiß. Und wenn du klug bist, ignorierst du es. Was soll das denn bedeuten? Das Verdammte zum Tode, wer das Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte, wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen? Machte er sich doch derselben Straftat schuldig. Fanatismus. Entsprungen. Wie lange sollen wir noch warten? Streusenvereinigung von Unkenntnis und Willkür. Etwas länger. Seinerseits der Großmeister will hier einen Politiker lichten, bevor wir beginnen. Und dann hat sich dabei in seinem Delirium selbst als Verkörperung Gottes betrachtet. Das schmeckt mir nicht. Nicht notwendig, der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Lafrenière nicht außer Acht lassen, der uns Monster alle ans Messer liefern will. Die sich selbst sein Abbild nannten. Lafrenière ist tot. Die Todesstrafe ist notwendig, sagen die Anhänger der alten und barbarischen Ordnung. So ohne sie ließen sich Verbrechen nicht aufhalten. Zeigt ihnen eine Templerverschwörung. Sie fragen nicht lange. Sondern schlagen sofort zu. Haben wir alle Wege bedacht, mit der das Gesetz im Sinne der Menschlichkeit zu handeln vermag? Ach, wie viel physischen und moralischen Schmerz kann ein Mensch vor dem Tod ertragen? Der Lebenswille kapituliert vor dem Stolz. Was wir getan haben. Die bitterischsten aller Passionen, die das Herz eines Mannes beherrschen. Die schlimmste aller Strafen. Du hast nichts gesehen, Arzt. Ja, genau, sprint weg. Wenn der Gerichter den Bürger auf so viele empfindliche Arten und Wege treffen kann, warum sich dann auf die Todesstrafe beschränken? Oh, was läuft denn so weg? Strafen wollen gar nicht den Schuldigen peinigen, sondern sie wollen Straftaten. Soll das so sein? Verhindern, sie zu erleiden. Es wurde beobachtet, dass in freien Ländern Verbrechen seltener auftreten und Strafen. Und jetzt? Mal jetzt? Seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Ui, macht hier sauber, schnell! Kommen wir sofort! Glaubst du, wie spät es heute werden wird? Keine Ahnung. Wenn Politiker einmal reden, ist sie so schnell nicht glauben. Seltsam.
Ihr habt das Wiesel gehört. Er muss hier irgendwo sein. Aber wo? Wo ist er denn? Wirklich seltsam. Glaubt ihr wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Mist. Nach unten gehen. Haben wir wohl leider die Versteckkills nicht gemacht und auch die Berserkerpfeile, aber wir hatten auch nur einen. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen zwei. Die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roar de Thun bereits. Sivert und der Roar haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serre macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafrenière. Leider kann Monsieur Lafrenière ihr nichts mehr sagen. Elise! Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Wir sind hier plötzlich. Wir sind hier. Deswegen hätten wir da aufschließen können. Hey, wir haben einen Spion, Männer. Hier treibt sich ein Spion herum. Kein Spion entkommt, wenn ich Dienst habe. Ach ja. Das wollen wir doch mal sehen. So, Fenster, Fenster, Fenster sind hier oben. Wo sind hier die Wachen? Oben sind noch welche. Da sind noch zwei. Da ist einer. Der Spion ist noch hier! Okay. Bleib da stehen! Ich habe schnell das Artefakt eingesammelt. Ich wollte schon den einsammeln. Lass den Spion nicht entwischen! Ich zerreiße! Da treibt sich ein Spion herum! Ach komm, nicht. Wir machen nochmal weg. Da ist nämlich ein offenes Fenster, dann gehen wir raus. Ja, ganz schlau. Mitten auf. Na, so dumm war es gar nicht mehr. Was in Gottes Namen sucht ihr in den Katakomben? Gebiet verlassen, sehr schön. Mission erledigt. Sehr, sehr schön. Und das war's auch schon wieder für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir wohl Elise wieder treffen. Wir haben noch so viel zu erledigen. Das war erst die erste Hälfte von Paris. Also gibt's noch so viel wahrscheinlich. Aber das kommt alles noch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.